Sicherheitsklinge, Vortex-Streitkolben, aller die Waldfeder, Pulshammer. In dem Fall da rein. Sublight Salvage. Their front looks surprisingly on the up and up. Aber nur die Front. Gut. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Woher weißt du das? Money. We got it. The stevedores want it. I'll take that as a yes. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight? Sure am. A few years back they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Ain't worth a dime. Ja. So, da brauche ich schon mal nicht mehr hacken. Hallo, Miss Lilia. Okay, mit lauter Mrs. Wächterin. Sublight Dienstleister. Luft. Okay. Mit vorgehaltener Waffe. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ein Jobangebot an einem öffentlichen Terminal gesehen. At least one system on Groundbreaker still works. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. There is always a catch. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Besonders an Stellar Bay. First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. Ich habe keinen Navigationsschlüssel, aber kann ich den Job trotzdem annehmen? I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. Time is bits. Ich gehe davon aus, dass Sublight nicht nur ein Bergungsunternehmen ist. These days the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Die anderen Sektoren verfolgt Sublight denn abgesehen von Bergung und Versand. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation,
and a shot across the bow. You know, legal formalities. Ihr seid also ein Unternehmen bürokratischer Piraten. Your words, not mine. Du bist ziemlich ehrlich über die kriminelle Seite von Sublight. Hey, careful with the C-word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Wie organisiert ihr denn dieses Geschäft? Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Ich gehe jetzt. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Dass dir niemand folgt, wenn du rausgehst. Okay. Ich muss mal kurz was trinken, sehe ich gerade. Okay. Also das heißt, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Aufgabe, Begleiterauftrag, Nebenauftrag, Hauptauftrag. Ist ja schon auch interessant. Das heißt, wir gehen jetzt entweder nach Monarch oder Roseway, wenn wir das überhaupt auswählen können. Wobei, das sieht beides so aus, als wenn es das gleiche Ziel ist. Rose, eben auch. Okay. Frage? Ah ja, 10.000. Ja, noch. Nochmal mindestens 3.000. Je nachdem, wie unsere Ausgaben aussehen. Der Auftrag wäre auch wichtig. Gucken wir mal, was wir vielleicht irgendwie kriegen. So, na gut. Sublight, ein legitimes Geschäft. Dienstleister. Sollte euch das Gesetz auf den Fersen sein, erteilt unsere Rechtsabteilung euch die Erlaubnis, die folgende Passage aus unserer kolonialen Handelslizenz zu rezitieren. Den Vorschriften bezüglich haltbar gemachter Borst folgend wäre eine solche Geschäftsentität dementsprechend zwecks Gewinnerzielung und Verbraucherfreundlichkeit berechtigt, landwirtschaftliches Gerät und Zubehör zu beschaffen, zu besitzen und zu verschrotten. Kurzfassung: Wenn wir mit Dosenfleisch handeln, können wir ganz legal Traktoren und Traktorteile bergen. Daher habe ich eine Dose Borst in einem Schließfach im Besitz von Sublight auf einer anderen Welt deponiert, wodurch die Waren, die ihr ranschafft, als Landwirtschaftsgeräte klassifiziert werden. Alles, was wir tun, ist völlig legal. Und jetzt bringt ihr mir eine große Scheibe Profit heim. So. Die Tür müsste vermutlich gehackt werden. Was bräuchte die? Okay, ich bin schon noch deutlich drüber über den Normal-Hack-Zustand. Okay. Müsste ich einfach schnell reisen auf mein Schiff? Upp. Erstmal eine Runde speichern. Nicht jedes Mal notwendig sind. Hallo Ada. Bis später. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Ganz bestimmt. So, das ist Monarch.
Und auf Monarch gibt es wohl auch Roseway. Wie ich mal schätze. Oh. Ah. Jetzt wird's ziemlich gefräßig. Message from Dr. Wells. We'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. Da gehen wir auf den Bildschirm an. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. Ich hab dich auf dem Landweg nach Stella Bay durchschlagen. Sag mir, was du brauchst. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Klingt so, als wärst du schon mal auf Monarch gewesen. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Soll ich anfangen? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. In Ordnung, bis dann. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Captain, an unusual wavelength is coming through Monarch's aether wave frequencies. The Eternal is in us all. The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained. A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say. Greatness is in everyone. Not just those so fortunate as to have been born into prosperity. That was unexpected and odd. Was denn? Analyzing the subtextual ordering. I believe it was a type of sermon, Captain. Very zealous in origin. Ich komm wieder. Oh. Jupiter und Jupiter Mond? Ganz schön stürmisch da unten. Wow. Ja, dann nochmal eine Runde speichern. Monarch. Der Begleiter. So. Was ist denn damit erstmal? Da kam ich schon. Okay. Aha. Naja. Naja. Eine Frage der Perspektive. Now this is a wild wasteland. Danger and adventure surely await us.
Landung. Bitte Ausweismodul des Kapitäns einlegen. An Landung. Bitte. Simple best, genau. Das Makarabiner. Schande. Muss hier beinahe wieder 1000 ausgeben. 156. Lass mal kurz da rein. Der haut schon ganz schön rein, hat aber nur 67. Anderes ungetunt. Montag. Mal ausprobieren. Mal gucken, was der da noch hat. Auntie. Auntie Cleo. 10, 5 und Dialogfertigkeiten. Gaskanone und Mach 2 Energie. Also Mach 2 Energy. Das ist auch so eine Übersetzung, Mach 2 Energie. Ist ja eigentlich wieder voll daneben. Mach 2 Energy. Hat noch. Du. Das Makarabiner muss ich, glaube ich, kaufen. Passen Sie da hin, bringt, dass wir. Da kann ich auch theoretisch noch ein Dingens drauf modden. Are the limit? Okay. Modifizieren, genau so. Erstmal den da. Weitsichter, das wäre jetzt eigentlich so. Mod installieren, jawohl. Da hat er noch nicht. Mac to Zap, Mac to Energy, Mac Num. Was hat er denn? 45. Ich muss erst mal gucken, wie er schießt. 3. Cyber Rifle. Ne, nochmal raus. Und zwar tüfteln. Dann rumtüftel. 81. Okay. Reparieren. Machen wir doch einfach mal ausgerüstete Gegenstände reparieren. Gewicht jetzt schon manisch überladen. Vermutlich aber auch, weil ich hier schwerst im Dursthunger und Schlafzustand bin. Lass uns erstmal ein Ding trinken. Ja, dann den da 6 Stunden ist eigentlich auch. Nochmal essen und nochmal trinken. Und nochmal essen. Okay. Also. Okay.
Machiavelli wäre stolz auf dich. Ah, viel freundlicher. Zumindest mal das Wetter. Who wants to play an impromptu tossball match? Lass mir mal hier mit 600 Schuss. Naja, schauen wir mal. Du bist wahrscheinlich draußen. Ne? Die vielleicht von. Und kann ich, aber ich komme da nicht durch, weil ich zu dick bin. Mein Anzug ist zu breit. Warum? Keine Experimente. Landeplatz Cascadia plus 1000 Erfahrungspunkte. Das gefällt mir schon mal. Ah, nein, die sind nicht draußen. Auf jeden Fall hier. Irgendwelche Jungs, die ich sehen kann auf meinem Raptidon-Hescher. Ein kleiner Steno, der schläft. Ach du Schande. Quietly now. Stand your ground. This could get rough. Nice hit. I'm going. On your left. That was done for. Die Waffe bringt gerade auch nichts mehr. Nice one, Captain. War eine Nummer zu groß für mich? VK, dir geht's aber gut soweit, oder? Nicht, dass das zwei oder drei Hausnummern zu groß ist für mich. Aber meines Verständnisses nach gibt es eigentlich keine Alternative. Idon-Hescher. Bringt überhaupt nichts. Ätzend. Echt ätzend. Echt? Sind die dagegen irgendwie immun oder was? Kann ich da nur sagen. Gegner getötet, 5000 Erfahrungspunkte. Der Flammenwerfer bringt auch gerade gar nichts. Sack und Asche. The Hammersmith. K.O. schlagen.
Also. Sag aus Sack und Asche. Here we go. Ritters. Ja, alles super aggressiv. Weil diese kleinen, eigentlich sehr netten Kerlchen. Okay. Macht die ganze Sache mal auch deutlich interessanter. Sechsundzwanzig von 140. So. Technik plus 10. Jo. Okay, müssen wir mal irgendwas hier loswerden. Ah, Max können wir nichts unterschieben, oder? Nee, das geht nicht. Da. Deck plus 5, Deck 15. Weil den ganzen Tech-Arm rausschmeißen. Aber sonst gar nichts. Oho. Oh. 0,1 ist sehr gut. Hacken 7. Sonst noch irgendwas Rüstung mit Hacken? Nein. Dialog. Verbrecher. Drei. Darf aber nicht in die K rum. Das heißt, das Ding hier raus. Entschlossenheit haben wir jetzt auch nicht benutzt. Ziehen. Ecken 5. Zeichen 5. Technik 5. 10. Technik 5. Ahnung. Okay. Was wäre denn hier sehr schwer? Ich glaube, die Schwere können wir auch scheren. 5. Schwere Waffen. Gibt es jetzt nicht so oft, außerdem ist er besonders. Mal dementsprechend modden oder wie auch immer. 107 und 8. Voilà. Hat 6 Schuss schwer. Ist die hier fast sinnfrei. Ein Radar haben. Du hast auf jeden Fall kein Glück.